So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut und recht herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Durchblätterns durch den Safari Limited Katalog inklusive allen Neuheiten für 2022. Ja, im ersten Teil haben wir uns schon die Tubes angeschaut, die Dino Dana Geschichten. Jetzt geht's hier weiter mit den Incredible Creatures, den unglaublichen Kreaturen. Auch eine sehr schöne Serie von Safari Limited, denn diese Tiere, diese Figuren, die ihr hier kriegt, sind alle ein bisschen größer gemacht als normal. Und wir haben ja auch wirklich tolle, naturgetreue Umsetzungen. Spiel- und Sammelfiguren darf man nie vergessen. Ja, wie ich schon im ersten Teil gesagt habe, ich werde gucken, dass ich einigermaßen flott durchkomme. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Figur hier besprechen, aber so ab 2020 bis 2022, da werde ich mal kurz stehen bleiben. In der Regel kriegt ihr alle Figuren, die ihr hier im Katalog seht, und die ab 2020 auf jeden Fall. Wenn ihr das Glück habt, einen Händler vor Ort zu haben, jubel, jubel, freu, freu. Ansonsten könnt ihr die auf jeden Fall in diversen Shops auch online bestellen. Safari Limited hat auch einen Shop, aber ob die nach Deutschland liefern, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe noch nie was bei Safari direkt bestellt. So, hier sehen wir schon mal die ersten 7 Tiere, davon auch 3 Neuheiten auf der linken Seite. Und ihr seht vor den Tieren, vor den Namen der Tieren, immer so kleine Vierecke. Ne? Mal grün, mal orangefarben, mal blau oder rot. Ganz unterschiedlich, und hier oben rechts seht ihr eine Karte, eine Weltkarte, und da seht ihr immer diese Quadrate drin und da seht ihr auch gleichzeitig, wo die Tiere herkommen, wo sie leben, und das ist doch schon echt klasse, oder? Ja, also Wissenswertes, was hier auch über diesen Katalog vermittelt wird, finde ich super. So, ich werde das Ganze jetzt hier ein bisschen vergrößern, damit wir uns die Tiere auch etwas genauer anschauen können. So, ich mache mal hier auf 150%. Los geht es hier links mit einer Neuheit, und zwar der Kronengecko, ne? Crested Gecko auf Deutsch. Kronengecko, super, meiner Meinung nach eine komplette Neuheit, mir ist nicht bekannt, den schon mal bei Safari Limited gesehen zu haben. Wunderbar, sehr außergewöhnlich, selbstverständlich, spricht jetzt nicht jeden an, aber Terrarianer kommen hier auf jeden Fall auf ihre Kosten. Fantastisches Modell, großartig gemacht. Und ihr seht hier übrigens auch die Größe, sowohl in Inch als auch in Zentimeter, also der kleine Kerl hier hat eine Länge von gut 14 cm laut Hersteller. Ich bin extrem gespannt, wie er tatsächlich kommt. Sobald er erschienen ist, werde ich mir den auf jeden Fall holen und auch ein entsprechendes Video dazu machen. Ja, genauso hammermäßig geht es auch hier mit diesem Koi weiter. Das ist auch ein ganz besonderer, denn er hat hier einen roten Punkt auf der Stirn. Das ist die Nationalflagge Japans, und wenn ihr den in einer entsprechenden Größe kaufen wollt, dann haltet mal 500.000 Euro bereit, ne? Der absolute Knaller. Hat hier eine Länge von 14 cm. Das Modell an für sich, die Skulptur, ist nicht neu. Die gibt schon länger bei Safari Limited. Wir haben hier quasi ein Repaint, aber hier sehr, sehr, sehr reizvoll umgesetzt. Also auch das ein Stück, was ich mir in die Sammlung holen werde. Großartig. Man sieht hier auch schöne Details, was die Schuppen angeht und so weiter. Hier unten geht's weiter. Ebenfalls ein Repaint, ist auch nicht neu, das Modell. War früher mal eine Bartagame. Jetzt haben sie das als Felsenagame hier neu mit ins Programm aufgenommen. Ihr seht, extrem rot, extrem blau, und das hier sieht tatsächlich so aus. Ja, hier haben wir eine Länge von 20 cm, also auch sehr reizvoll für jeden, der Terrarientiere liebt, Echsen mag. Auch der wird seinen Weg in meine Sammlung finden. Großartig. Hier geht's weiter. Ja, und das ist das, was ich meinte. Hier seht ihr zum Beispiel einen grünen und einen orangefarbenen Fleck. Und wenn wir dann hier oben auf die Karte schauen, hier ist dieses Tier zu finden. Die Namen sind natürlich alle englisch, nicht wundern. Pangolin oder Pangolin heißt ganz einfach Schuppentier. Ne? Aber wir wollen uns nicht so lange dran aufhalten. Hier eine Neuheit von 2020, das Bush Baby, schön gemacht, hat vor allem eine Höhe von 10 cm. Ja, ihr seht die riesen Augen, die riesen Ohren und das Schwänzchen. Also, tolle Skulptur, tolle Pose. Die Geschichten habe ich alle bei mir, absolute Empfehlung. Dann geht es hier weiter, 2020, Sugar Glider. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn vorgestellt habe, aber auch der hat seinen Platz in meiner Sammlung gefunden. Hat hier eine Länge von über 16 cm. Großartig. Dann haben wir hier Armadillo, ein Gürteltier. Auch gleich eine Länge von 15 cm. Und ihr seht die schönen Details. Im Spielzeugtierbereich, ne? Ich sag's nochmal. So, hier alles nochmal in der Übersicht. Links 3 Neuheiten für dieses Jahr. Wir gehen auf die nächste Seite. Auch hier kann ich mal ganz kurz vergrößern, damit ihr das einfach besser seht. Wir haben hier links ein Totenkopfäffchen. Das wird die Tage auch den Weg zu mir finden. Hatte ich noch nicht. War mir immer ein bisschen zu teuer, ne?
dann rechts ein Hörnchen und ihr seht die Größen 15 cm. Ich sag's nochmal, falls euch das zu schnell geht, einfach das Video kurz anhalten, dann könnt ihr euch die Tiere, die Figuren noch ein bisschen genauer angucken. Hier haben wir einen Otter, kleiner Igel, den ich auch habe, super. Dann hier unten, ne, täglich grüßt das Murmeltier, haben sie auch goldig gemacht. Und dieses Flughörnchen, welches sich ebenfalls in meiner Sammlung befindet, hier mit ausgebreiteten Armen. Auf dem Bauch ist es weiß, auf dem Rücken hat es die braune Farbe. Auch ein absolut tolles Modell mit einer Höhe von fast 13 cm. Also bleibt auch tatsächlich so stehen. Ne? So, dann geht's hier weiter mit einer Fledermaus hier oben. Dann haben wir hier ein kleines Hasenbaby, auch total süß. Habe ich auch hier. Chinchilla. Weiß nicht, habe ich da Videos davon gemacht? Hat auch eine tolle Länge von 16 cm. Guckt mal einfach nach. Vielleicht findet ihr es auf meinem Kanal. Dann haben wir hier einen Kardinal. Der ist ein bisschen einfach geworden. Der Seeadler hier hingegen, super. Hat natürlich nicht ganz die Proportionen wie echt, aber ein hammermäßiges Modell. Auch mit einer schönen Größe, fast 14 cm. Sieht klasse aus, vor allem die Augen. Der Blick gefällt mir hier sehr gut. Ja, nochmal alles in der Übersicht. So, weiter geht's auf dieser Seite hier. Auch das kurz vergrößern. Ja, wir haben hier zwei unterschiedliche Schweinchen. Ihr seht auch die Pose hier links, gefällt mir sehr gut. Auch das Fleckige mit ein bisschen mehr Härchen. Total goldig gemacht. Dann haben wir hier ein kleines Entchen. Ne? Immerhin fast 11 cm groß. Auch klasse. Hier haben wir einen Kaiserpinguin mit einem Baby mit dabei. Dann haben wir hier eine Languste. Die habe ich euch auch schon vorgestellt. Ein Riesenteil. Ja, knapp 32 cm. Das Ding ist der Hammer. Ja, schaut euch die Details an. Der Wahnsinn. So, dann auf der rechten Seite geht es ja weiter mit einem Forellenbarsch. So heißt der Kerl in Deutsch. Hat 16 cm Länge fast und auch schöne Details, auch die Schuppen schön deutlich zu sehen. So, hier haben wir ein Hammerhai-Baby. Immerhin mit einer Länge von über 15 cm. Hier haben wir einen Froschfisch. Den habe ich auch noch da. Wollte ich auch noch die Tage irgendwann reviewen. Kommt auf jeden Fall. Großartig, dass Safari sowas überhaupt umsetzt, ja. So, dann hier unten haben wir einen Zackenbarsch. Auch der sieht klasse aus. Auch schön mit der Bemalung, die Tupfen und so weiter, die Schuppen. Alles wunderbar gemacht. Hier unten haben wir eine Moräne in Grün. Die hat Safari auch schon länger im Programm. Mit einer Länge von über 21 cm. Ich finde, das sieht alles echt klasse aus. So, hier das Ganze nochmal. Wir machen weiter mit Meerestieren. Hier haben wir einen Tintenfisch, auch schön gemacht mit den ganzen Sprenklern hier. Ja, über 20 cm lang. Dann haben wir hier eine Qualle. Die habe ich auch, kommen wir auf knapp 13 cm. Hier, der Einsiedlerkrebs. Großartig und auch ein richtig schöner, schwerer, großer Brocken. Aber aufpassen, es gibt viele, viele Knockoffs von dieser Figur. Bleibt beim Original. Ja, er hat fast eine Größe von 12 cm. Super Teil, sieht klasse aus. Ne? So, dann haben wir hier einen Oktopus. Auch eine schöne Größe von 19 cm und wunderbare Details. Auf der rechten Seite geht es hier weiter mit einem Hummer. Ein älteres Modell, den habe ich tatsächlich nicht. Da würde mir eine Neuauflage sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir hier eine Krabbe, eine blaue Krabbe. Auch eine wunderbare Größe, 17 cm müsst ihr euch mal geben. Und auch schön bemalt. Dann haben wir hier einen fliegenden Fisch. Diese Flossen hier haben sie transparent gemacht. Auch ein tolles Modell habe ich auch hier. Und hier unten seht ihr einen Lachs mit einer Länge von 17 cm. Ja, auch schön umgesetzt. Ja, das zu dieser Seite. Wir machen weiter. Ja, hier, wunderbar. Auch mal Taucher im Programm, die sie auch echt schön bemalt haben. Hier eine Frau und hier ein Mann. Ganz unterschiedlich gekleidet. Echt schöne Figuren, haben immerhin eine Länge von über 17 cm. Ja, also schöne große Figuren. Dann haben wir hier einen Doktorfisch. Dann hier unten Clownfische. Ich glaube, links ist das ältere Modell, rechts das neuere. Ja, hier auch eine Größe von fast 12 cm. Also es sieht schon wirklich klasse aus. Hier oben haben wir Rochen. Unterschiedliche Arten. Hier sogar mit blauen Punkten. Also alles sehr reizvoll gemacht. Dann geht es hier weiter mit so einer Pferdefußkrabbe. Auch die habe ich hier bei mir, sieht toll aus. Und hier ein Stachelrochen. War auch eine Neuheit von 2020. Und hat immerhin eine Länge von 18 cm. Also es macht schon was her. So, das zu dem. Wir machen weiter. Das sind schon echt tolle bunte Seiten. Und ich finde es klasse, wenn man die Produkte auch so groß abgebildet sieht. Ohne großartigen bunten Hintergrund und Schnickschnack. Schön deutlich abgebildet. Gefällt mir gut. So, wir haben oben links einen Seedrachen, der kommt auch tatsächlich genauso, wie ihr ihn hier seht, habe ich auch hier bei mir.
Dann haben wir hier einen Catfish, das war eine Neuheit von 2020. Hat eine Länge von 16 cm. Früher hatten sie auch noch einen Fetzenfisch mit drin, den haben sie leider nicht mehr. War großartig. So, hier haben wir ein Seepferdchen, auch in einer schönen Größe von knapp 13 cm. Hier um eine Koralle gewickelt. Dann haben wir hier Seeschildkröten, hier ein Seeschildkrötenbaby. Hier unten eine kleine Alternative. Und hier rechts eine große Seeschildkröte. Auch die wirklich nett gemacht und vor allem alle unterschiedlich bemalt. Oben rechts geht es weiter mit einer Rotwangen-Schmuckschildkröte. Auch das ein großartiges Modell. Ich kann es nur jedem empfehlen. Sieht genauso aus, wie es hier abgebildet ist. Auch die Pose gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Ja, und hat immerhin eine Länge von über 13 cm. Ne? Ja, dann hier ganz einfach eine Schildkröte. Denke mal, das hier soll so eher ein bisschen in die Richtung Galapagos-Riesenschildkröte gehen. Dann haben wir hier ein Schildkröten-Baby. Ihr seht, die Modelle sind schon ein bisschen älter. Ja? Dann hier noch eine andere Schildkröte. Da wäre ein Update vielleicht auch mal gut. So, dann haben wir hier einen amerikanischen Ochsenfrosch. Auch der sieht in echt besser aus. Es gibt auch viele, die den repainten. Dann sieht er nämlich noch echter aus. Hier ist er einfach nur grün, aber er kommt besser als auf dem Bild. Hat Safari auch schon lange im Programm. So, dann haben wir hier einen fliegenden Frosch. Ihr seht es mit den ausgebreiteten Beinen, mit einem goldenen Auge. Da gab es auch nochmal ein älteres Modell. Hat hier auch eine Länge von über 21 cm. Und es gab früher auch noch einen geflockten Korallenfingerlaubfrosch. Der ist auch klasse. So, das war's zu den Seiten. Wir machen weiter mit noch mehr tollen Tieren. Und ihr seht hier übrigens auch schon die Bartagame, die sie hier jetzt neu bemalt haben, als Felsenagame. Ist genau das gleiche Modell. So, hier haben wir einen Alligator mit Babys. Riesengroßes Ding, fast 30 cm, aber die Figur ist hohl. Ist nicht massiv gegossen, ja, aber sieht trotzdem klasse aus, wie die drei Kleinen hier auf seinem Buckel hier hocken. Dann haben wir hier Rotaugenlaubfrösche, großen und einen kleinen. Auch schönes Modell. Dann haben wir hier ein Salzwasserkrokodil. Aufrecht laufend, mit einer Länge von über 30 cm. Ja, holt euch einen Meterstab her, guckt, wie groß das ist. Also, die sind schon echt super umgesetzt. Dann haben wir hier die Bartagame, ne, in einem orangenen Ton. Ist auch hohl, nicht massiv gegossen. Bin ich gespannt, wie sie die Felsenagame umgesetzt haben. Ist die massiv oder auch hohl? So, und hier unten haben wir noch einen Halsband-Leguan und auch die sehen tatsächlich so aus. Ja, ein ähnliches Modell gibt es von Bulliland, aber das hier ist größer. Wir haben hier fast 19 cm in der Länge. Ne? Hier oben geht es weiter mit dem Chamäleon, was sich hier gerade ein Schmetterling schnappt. Das habe ich tatsächlich noch nicht, hätte ich gerne bei mir, ist mir ein bisschen zu teuer, denn es wirkt auf mich nicht unbedingt ganz so realistisch wie zum Beispiel dieses Chamäleon hier. Das, finde ich, ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Hat eine Länge von 18 cm, hier oben haben wir eine Länge von 24 cm, knapp. Dann haben wir hier eine Krötenechse, auch die ist hohl, ist nicht massiv gegossen. Hat auch eine Länge von knapp 13 cm, hier auch schon ewig im Programm das grüne Leguan-Baby. Das ist noch ein, wenn er mich fragt, Teil Lebendabguss oder sogar ein Lebendabguss. Früher hatte Safari viel, viel mehr von solchen Geschichten im Programm. Ich meine, die hätten eine Kooperation mit AAA zusammen gehabt, denn AAA hat wahnsinnig viele Lebendabgüsse gemacht und entsprechend realistisch sind die Tiere halt auch umgesetzt. Aber das ist schon ein Weilchen her, ne? So, hier unten haben wir einen großen grünen Leguan mit einer Länge von über 26 cm. Ja, auch der. Jetzt nicht wirklich aufwendig bemalt, aber durch die Streifen hier, das kommt schon hin, ja? Haben sie auch schon ewig im Programm und anscheinend läuft es immer noch, ne? Na, also ich find's klasse. Als Reptilienliebhaber kann man sich auf die Figuren von Safari auf jeden Fall freuen. Und ich find's toll, dass es sie auch schon über so lange Zeit hier gibt. So, nächste Seite. Es geht weiter mit Reptilien. Wir kommen hier zu den Schlangen. Hier haben wir eine Kobra. Da ist ein Draht drin. Ihr könnt sie also bewegen und aufstellen. Aufgestellt habt ihr hier eine Höhe von 18 cm. Meine ich, denn wir haben hier einen Maßstab von 1 zu 4. So, dann haben wir hier eine Baumboa. Auch das ist, glaube ich, noch so eine Lebendabgussgeschichte. Ne? Man sieht es hier einfach an den wunderbaren Details. Und vor allem auch der Unregelmäßigkeit, da der Abguss von einem toten Tier gemacht wurde. Ja. So, dann haben wir hier einen Komodowaran mit einer Länge von über 21 cm. Natürlich hier die typische Zunge, darf nicht fehlen. Dann geht es hier oben weiter mit Korallenschlangen in zwei unterschiedlichen Größen. Baby, erwachsenes Tier. Und hier haben wir eine Länge von über 58 cm. Ne? Toll, mit den Farben sieht es klasse aus.
So, dann haben wir hier noch eine grüne Schlange. Auch das meiner Meinung nach ein lebender Abguss. Hier haben wir eine Albino-Python. Sieht auch klasse aus in der Pose. Mit der Bemalung schön umgesetzt. Und hier, boah, eine Boa Constrictor. Schaut euch das an. Sieht auch klasse aus. Nicht ganz so groß, hat eine Länge von über 14 cm. Aber die Pose, die Stellung gefällt mir sehr gut. Und wie schon gesagt, die Bemalungen kannst du überhaupt gar nichts sagen. Ne? Schöne Umsetzungen. Weiter geht's. Hier die letzten Schlangen. Spinnen, Skorpion, Schmetterling und eine Honigbiene. So, hier haben wir eine Klapperschlange mit ihrem typischen Muster. Schön. Und hier die Klapper darf nicht fehlen. Auch hier wunderbar. Eine Kornatter, die habe ich auch noch nicht, war mir immer ein bisschen zu teuer. Ja, aber auf jeden Fall schön, auch von der Bemalung her. Sieht klasse aus. Dann hier unten eine Kettennatter. Das ist, glaube ich, das gleiche Modell wie die grüne. Auch ein Lebendabguss, wenn er mich fragt. Schön bemalt. Und rechts daneben eine Honigbiene. Und die ist riesengroß. Wir haben hier nämlich über 12 cm. Also das ist ein ordentlicher Brocken mit transparenten Flügeln. Ja, klasse Figuren zum Begreifen. Dann hier oben geht es weiter mit einem Monarchfalter. Ja, hat auch hier ein paar nette Details und eine ordentliche Größe, über 11 cm. Dann haben wir hier einen Skorpion, hier knapp 19 cm lang und der Schwanz hinten, den könnt ihr bewegen, ist ein Draht drin. Ob die Scheren auch beweglich sind, weiß ich nicht, habe ich nämlich nicht. So, dann geht's hier mit der schwarzen Witwe, die hatte ich euch schon vorgestellt, auch riesengroß, 17 cm lang. Ja, dann hier ebenfalls eine bewegliche Orangeknie-Vogelspinne, sieht nicht ganz so realistisch aus, aber trotzdem eine schöne Umsetzung in einer ordentlichen Größe. 20 cm und ihr könnt die ganzen Beine hier bewegen. Und das gefällt mir halt an dieser Serie, den Uncredible Creatures, den unglaublichen Kreaturen, dass sie alle Figuren ein bisschen größer umgesetzt haben. Man hat hier also wirklich was zum Anfassen. Eine tolle Größe, die wirklich Spaß macht. Und halt im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar sind. Ne? Ich kann mich hier nur wiederholen. So, und ich bin jetzt hier bei 17 Minuten und damit sind wir durch mit den unglaublichen Kreaturen. Und im nächsten Teil geht es dann weiter mit Wild Safari, also den prähistorischen Tieren, Dinosaurier und Co. Mal gucken, wie weit ich da komme, aber ich glaube, hier 17 Minuten sollen mal reichen für dieses Video. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hier zum Schluss vom zweiten Teil. Ich freue mich sehr auf den dritten Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und habt genauso viel Spaß wie ich beim Durchblättern von diesem wunderbaren Katalog. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im dritten Teil. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Ruppi. Yay! Yeah.